Headbang und Ekstase in schwindelerregender Höhe, bei einem Luftgitarren-Solo in einem Heißluftballon 320 Meter über dem Erdboden sind schnelle Bewegungen nicht ganz ungefährlich und erfordern Mut. Für den Hamburger Musiker Johnny war es das Risiko jedoch wert. Schließlich ging es um nichts weniger als um einen Weltrekord im Luftgitarre-Spielen. Und das nicht irgendwo, sondern in einem der besten dafür denkbaren, Luft. Ein Luftgitarren-Solo-Weltrekord über dem Heavy-Metal-Festival schlechthin, Wacken Open Air. Nach ein paar Trockenübungen bestieg Johnny dafür einen Heißluftballon, mit dem es für ihn zunächst sanft nach oben ging. Ein Rekordrichter bewertete, ob Johnny auch tatsächlich, wie für den Weltrekord notwendig, eine 60 Sekunden lange Performance bietet. Und das in mindestens 320 Metern Höhe. Und Johnny? Der lieferte ab und rockte das Ding, überließ sich dem Rausch der Musik und sparte nicht mit den obligatorischen Luftgitarren-Moves. Als Resultat das höchste Luftgitarren-Solo aller Zeiten und ein überglücklicher Johnny mit einem offiziellen Weltrekord. Fühlt sich gut an. Ich bin noch ein bisschen schlottrig in den Beinen. Ich meine, wir waren bei über 500 Meter gerade. Höhenangst schon so ein bisschen, aber es hat sich eigentlich ganz gut gelegt, weil wir hatten mit Helmut einen tollen Ballonfahrer und der hat uns da sicher hoch und wieder runtergebracht. Das ist die Defender of Rosin von Haribo und die wird versteigert und die Erlöse gehen dann in die Wacken Foundation, um junge Bands zu unterstützen.